Wir hatten euch ja schon bei unserem letzten U-Boot versprochen, dass wir nochmal eins bauen. Und zwar haben wir hier jetzt schon tatsächlich so ein riesiges Glas besorgt, was wirklich 1000 Meter aushält. Allerdings ist es viel schwieriger, dann ein richtiges U-Boot zu bauen. Also wir wollen es dann wahrscheinlich aus dem Gastank machen. Das kommt dann bei 1 Million Abonnenten. Also abonniert alle ganz fleißig, dann schaffen wir das bald. Genau, die zweite Schwierigkeit wird, dass man da drin dann atmen muss ohne einen Schnorchel. Weil so einen langen Schnorchel, wenn wir 1000 Meter runter wollen, kann man natürlich schlecht bauen. Und da haben wir uns was überlegt, da kann man mit einer Chemikalie die Luft praktisch reinigen, dass man länger da drin atmen kann. Und zwar haben wir jetzt ein Video für euch, das ist ein Tick anders als unsere anderen Videos. Das ist in Zusammenarbeit mit der chemischen Industrie für die Reihe Deine Chemie entstanden. Da haben wir jetzt eine Taucherglocke gebaut, die genauso funktioniert. Und haben alles. Ich hoffe, es sieht so aus. Hä, was ist denn das? Wir haben unser Handy vergessen, oder? Hier ist aber gar niemand. Das sieht ja voll komisch aus. Alter, krass, das war ja fast so gut wie ein Flug mit der fliegenden Badewanne. Ja, war schon ganz okay. Ja, aber wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ein cooles Schloss auf jeden Fall. Mon Dieu! Sacre bleu! Die Guillotine wird auf mich warten. Entschuldigung? Kümmert euch nicht um mich. Ich bin des Todes. Wieso, was denn passiert? Ein Missgeschick. Mein Missgeschick. Beim Polieren des Ringes vernahm ich mit einem Mal ein lautes Poltern. Dann passierte es. Der Ring des Königs fehlte mir in den Schlossteich. Oh nein. Ich hatte schon einmal den Ring des Königs verloren. Er drohte mich, seinen treuesten Untergebenen, zu köpfen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Ich kann nicht schwimmen, ich kann unter Wasser nicht sehen oder atmen. Am besten begebe ich mich schon freiwillig zum Schaffer. Nee, warte. Ich glaube, wir haben ja alles dabei, um den da rauszuholen. Wir wollten eh eine Taucherglocke bauen. Und da können wir unter Wasser atmen und sehen. Also vielleicht können wir den Ring wieder rausholen. Glocke? Klimbim? Dingeling? Nee, den Blumentopf hier. Den ziehen wir uns über den Kopf und dann können wir da rausgucken. Und nach dem Ring suchen. Ihr seid meine Rettung. Der Emil hat euch geschickt. Mein Leben liegt in euren Händen. Ja, ja, voll, ja, ja, ja. Oh, was ist das alles? Sacken ab. So, als allererstes müssen wir hier so ein Loch reinmachen. Passt. Sacken ab. In das Loch hier machen wir jetzt ein Fenster rein, damit hier kein Wasser reinkommt, sonst ertrinken wir. Das machen wir aus Acrylglas. Acrylglas ist ein Kunststoff, der heißt Polymethylmetacrylat und ist chemisch gesehen auch Glas. Das ist in seiner Reinform genauso durchsichtig wie anorganisches Glas in Trinkgläsern oder Fensterglas. Aber es ist viel leichter und auch witterungsbeständig und bruchsicher. Deswegen findet es zum Beispiel auch Verwendung in Autoscheinwerfern, in Flugzeugfenstern oder in Lampen- und Möbeldesign. Für unsere Glocke brauchen wir natürlich die transparente, durchsichtige Variante, sonst sehen wir da drin ja nichts. Ich muss mir die Ohren zuhalten, ist mir laut. So, sieht doch gut aus, oder? So. Aber wie soll das alte? Wir kleben das zusammen. Das geht nämlich auch viel besser, als wenn wir richtiges Glas nehmen. Dann können wir nachher noch mal durchschrauben und machen den Kleber noch rein, damit es richtig wasserdicht wird. Kleben. Ja, dafür nehmen wir jetzt ganz normalen Heißkleber. Überhaupt können Klebstoffe von der Chemie so einiges. Bei uns zu Hause beim Basteln oder beim Reparieren. Und auch in der Technik und im Maschinenbau halten die unterschiedliche Werkstoffe zusammen. Vom Mikrochip über die Autokarosserie bis hin zum Flugzeugflügel. Durch das Kleben eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten in Konstruktion und Design. Und das Ganze ohne Schrauben oder Schweißen. Von hier kommt jetzt noch der kleine Gummiring drauf. Der dichtet es jetzt ab. Ja, das ist jetzt soweit fertig. Und was habt ihr jetzt vor? Wir können es eigentlich mal testen. Wir tunken es einfach mal so ins Wasser und gucken, ob da Wasser durchkommt oder ob es dicht geworden ist. Ja, sieht gut aus.
Dann können wir gleich richtig runter damit. Die Luft in dem Blumentopf, da wäre ja ziemlich schnell verbraucht, wenn wir damit jetzt tauchen. Sauerstoff ist genug drin, aber das CO2, was man ausatmet, wird irgendwann zu viel. Deswegen kommt jetzt ein Filter aus dem Staubsauger hier, der dann das CO2 aus der Luft rausnimmt und dann kann man ein bisschen länger unten bleiben. Ja, so. So, und das hier gehen wir jetzt hier drauf. So, wir brauchen jetzt hier nur noch etwas Atemkalk. Atemkalk besteht aus Calciumhydroxid und bindet das CO2, was wir ausatmen. Dadurch haben wir dann länger Zeit für unser Tauchabenteuer. Ein paar Gramm davon binden bereits mehrere Liter CO2. Das sind ganz einfache chemische Reaktionen, die uns jetzt unter Wasser atmen lassen. Hier saugt und läuft es. Saugenhaft. Das ganze Teil hat einen ziemlichen Auftrieb. Da müssen jetzt über 80 Kilo Gewicht dran, die befestigen wir mit der Kette. Den Filter hier verbinden wir mit der Taucherglocke jetzt mit einem Gartenschlauch. Das ist ein ganz normaler Gartenschlauch, der besteht aus PVC. PVC steht für Polyvinylchlorid. Das ist ein strapazierfähiger und langlebiger Kunststoff. Weder Sonnenlicht noch Wasser und auch kein Salzwasser können ihm etwas anhaben. Deswegen wird er nicht nur für Schläuche und Schlauchboote verwendet, sondern auch für zum Beispiel Kunstleder oder Bodenbeläge oder für die gute alte Schallplatte. Ja, die Suche nach dem Ring wird auf jeden Fall nicht an dem Schlauch scheitern. Dann machen wir jetzt hier zwei Löcher rein und verbinden es dann, ne? Genau. Verbrauchte Luft geht jetzt hier raus, geht dann da durch, wird gereinigt und geht dann hier wieder gereinigt rüber. Ewig lang kann es trotzdem nicht drin bleiben, weil irgendwann ist ja auch der Sauerstoff verbraucht. Also, ist uns beeilen. Wir haben jetzt noch einen uralten Rucksack. Den nehmen wir jetzt hinten rein und machen dann die Gewichte da drauf. Damit wir auch wirklich untergehen damit. Ich bin ganz schön schwer geworden. Achtung! Bin bereit zum Tauchen. Sehr gut. Okay, wer holt mir meinen Ring? Lass mal Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Also wir losen jetzt sozusagen. Schnick, Schnack, Schnuck. Geil, ja. Dann lass mal losgehen. Sein. Ich zeig euch die Stelle. Ja. Ich zeig euch die Stelle. Hier sieht's gut aus, ja. Ja, perfekt, das ist die Stelle. Ihr ist ja genau gefallen. Perfekt. Ich drücke euch meine Daumen. Wie kann er so lange die Luft anhalten? Nicht das echte Reif. Magnifique!
Ihr habt wirklich revolutionäre Ideen. Dankeschön. Vielen Dank für die Rettung dieses Ringes. Kein Problem, aber lasst dir das doch nicht gefallen, dass ihr mit dem Tod gedroht wird, nur wegen so einem kleinen Schmuckstück. Ah, ihr habt ja recht. Alors enfant, ich werde diesen Ring trotzdem den König zurückbringen. Dann viel Glück. Gute Reise euch. Dankeschön. So, dann wollen wir mal. Was ist das denn? Keine Ahnung. Lass es trotzdem noch mal zu Hause testen, oder? Ich hoffe, euch hat der Sketch gefallen. In dem Schlossteich, da konnten wir jetzt nicht so wirklich Aufnahmen von außen machen, weil das Wasser einfach viel zu trüb war. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir da nochmal ein Video machen sollen, in dem wir auch testen, wie tief wir damit runter können, beziehungsweise wie lange wir unten bleiben und so. Das ist relativ gefährlich, deswegen haben wir da zwei Messgeräte, einmal für CO2 und einmal für Sauerstoff. Also macht das auf jeden Fall nicht nach, das können wir dann im nächsten Video mal ausprobieren, wie lange das wirklich funktioniert. Ja, ganz vielen Dank auch nochmal an die chemische Industrie für diese Kooperation im Rahmen der Reihe Deine Chemie, dass sie das alles möglich gemacht haben mit den Chemikalien und auch, dass die uns da professionelle Rettungstaucher zur Verfügung gestellt haben. Wie gesagt, das ist relativ gefährlich. Weitere Folgen von der Serie gibt es übrigens auch auf den Kanälen von Dougie B, Fresh Talker, Malwanne und Falco. Schaut da auf jeden Fall vorbei, von dem ist auch das nächste Video. Bis bald und vergesst nicht, Dus anbringen. Und abonniert den Kanal, damit das neue U-Boot bald kommt.